Moin Leute, wir haben schon Tag 3 erreicht von AC Rebellion. Ja, Tag 2 haben wir nicht so viel geschafft, weil die Level noch ziemlich stark waren. Also die weiteren Story-Missionen, die waren ja ab Level 11 und sowas. Wir haben gestern noch Level 9 erreicht. Zap. Mal schauen, was noch so alles neu kommt. Schließen. Okay. Zap, zap. Tödlichkeit ist gut hochgegangen, die anderen Sachen auch, sehr schön. Achso, wir haben noch einen Level für ihn. Komisch. Okay, Isabelle können wir anscheinend befördern oder wie? Mache ich ihn erstmal nochmal ein Level hoch. Zehn Minuten, okay. Ah, oder haben wir eine Rüstung für sie gemacht? Ah, wir haben eine Rüstung für sie gemacht, okay. Fünf Minuten, das geht ja schnell. Waffen mache ich erstmal noch nicht. Habe ich auch nicht genug zu. Wir können noch mal einen Würfel holen. Zadadadab. Die Gratiswürfel. Vielleicht haben wir ja mal was Gutes da drin. Piu. Holz. Fünf Dings und Maximo ein. Okay. Angebote, was ist da? Warte, wir können erstmal tägliche Auswahl gehen und da unser. Ah. Tägliche Auswahl. Stoff und Codex-Seiten, okay. Haben ja genug Geld, können wir das auch benutzen, ne? So. Wir haben noch einen Erfolg, 3 Tage einloggen wahrscheinlich, oder? Nee. Gut, dann verwenden wir erstmal. Nein. So, holen wir uns erstmal kurz die restlichen Splitter von Tarik. Da können Billige antreten. Zap. Sehr schön, wir haben ihn. Und dann mache ich nochmal, weiß ich nicht welche. Die hintersten vielleicht noch. Haben wir noch schwache Händen gehabt, oder? Nee, okay, wir können noch zwei Missionen vielleicht machen, aber eher unwahrscheinlich, weil wir überall blaue für brauchen. Die können wir nochmal machen. Und dann noch eine von weiter vorne.
260 ging wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch einen blauen, oder? Ja. Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter nach vorne. Können wir. Hier brauchen wir einen grünen. Okay, dann nehmen wir die nochmal. Die Besten machen so sowas. Wen haben wir da bekommen? Konstanza, okay. Gut, bevor wir dann irgendwas weiteres machen, befördern wir erstmal Tarik und dann guten Stürmer, der langsam ein bisschen schwach wurde. Wow, heute haben wir mehr tägliche, ne? 8 Stück, okay. Plünder- und Standardmissionen noch. Das machen wir heute wahrscheinlich noch im Verlauf des Tages. Guck mal, welche Mission wir jetzt richtig spielen können. Eine neue am besten. Ja. Oh mein Gott, wie kommt das? Wie oft kommt das denn? So. Ja, dann machen wir erstmal hier weiter. Vor allem hier kriege ich jetzt auch gar kein Kupfererz mehr, obwohl ich das überall für brauche. Was ist das für ein Scheiß? Ja, ist eine gute Aufstellung. Löse keine 2 Alarme aus. Also bevor wir dann irgendwo durchgehen, wo Alarme sind. Da ist einer und da oben ist einer. Also bevor wir die Truhe da holen, würde ich sagen, naja, ist auf jeden Fall besser geworden. Wir sind auf einer hohen Mission, aber er hat 72% Chancen, Falle zu machen. Der Frontalkiller ist echt heftig. Ausgewichen, sehr schön. Kein Schaden bekommen. Gut gemacht. Dass er immer bei 72% scheitert, ne? Zweimal, what the fuck? Ja, toll, ein Alarm ausgelöst. Dumm von ihm. Dummer Idiot. Hat er noch so viel Schaden bekommen dafür? Was wäre denn da gewesen noch? Nur eine Treppe nach oben, okay. Ist immer gut, wenn man den Boss einfach mit 95%iger Chance killen kann. Zap! Also eigentlich hätte ich das Level ohne Schaden bestehen können, aber da er zweimal mit 70%iger Chance verfehlt, ist das auch ein bisschen hart. So, dann machen wir noch die nächste Mission. Dann haben wir schon mal 2 Plündermissionen gemacht. Oh, das war wahrscheinlich nicht so gut, weil ich einen lilanen brauche. Oh, 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 oh. Wie viel Leben hat er? 100.
Ah, fuck, da waren nur Dings, habe ich gar nicht gesehen. Haha, das ging ja schon mal gut los. Hä? Noch einer? Okay, das war echt schlechter Start. Aber das war gut. Jetzt ist schlecht. Ah, sterbe ich da schon fast. Nur weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich ihn nicht messern wollte. Mache jetzt aber. Zap. Verstecken geht da, glaube ich, besser. Hä? Fortsetzen. Ja. 83%ige Chance. Wenn das jetzt nicht klappt, ne? Sehr gut. Da oben ist das schon. Sehr gut. Oben drei Gegner, das meinten die wahrscheinlich. Oh. Wie soll man das denn machen? Ich hab doch mal Glück, Junge. Oh, er verfehlt sogar einen. Glück daneben, was auch immer. Jetzt stirbt er. Toll. Und Crit. Ah, dummer Idiot, stirbt er auch noch. Schade, dass er da noch gestorben ist. Nur zwei Sterne. Ja, meinte ich, hätte ich da mal einen Lila mitgenommen, obwohl. Wahrscheinlich auch schwierig geworden. Okay, die Mission muss ich auch noch mal irgendwann spielen. Auch gut, ich brauche zwei blaue hier. Und ich habe keinen, der irgendwie gewandt ist. Na, vielleicht hätte ich Hamid austauschen sollen, weil ich jetzt schon Truhenknacker habe, aber naja, gucken wir dann mal. Auf jeden Fall können die noch mehr Schaden bekommen. Oh, die 40% schafft er, ne? Und dann nicht, okay. Okay, bei denen ist schon wieder mehr herzzerreißend, wenn die da verkacken wollen, das nun mal. Den kann er nicht messern, kann er ihn messern, ja. Ist dann nicht auffällig, man rennt vor ihn und geht da ins Fenster. Oh mein Gott. Manchmal ist das Spiel echt weird. Das war ja easy, das Level. Bisschen sehr easy. Vielleicht spiele ich mal wieder eine Runde The Search. Das will ich auch mal durchzocken.
damit ich das Projekt mal beenden kann. Videos gehen langsam aus, deswegen. Level 11 brauche ich da, das ist immer noch echt blöd. Ah, ich kann einen einsammeln schon. Fehlen mir nur noch zwei oder so, ne? Fortschritt. Drei, okay, also das nächste Ding sollte. Ja, gut. Noch 15. Da fehlt mir noch einer, da fehlt mir noch einer, da fehlt mir noch einer. App wieder öffnen. Okay, geht es jetzt vielleicht mal weiter da? Ach, egal. Ich wollte die einzelnen Videos zusammenschneiden, aber irgendwie dauert das mega lange. Ende zwei Standardmissionen. Okay. Oh, sind die alle wieder heil oder wie? Ah, okay, dann könnte ich ja auch eine bessere Mission auswählen. Okay, da ist man natürlich nicht stark genug, ne? Meh. Ups. Hab ich da, brauche ich da einen anderen? Dass man drei braucht, ist echt frech. Hier. Gut, tägliche Ziele abgeschlossen. Dann holen wir mal unsere Belohnungen. Zap. Und zap. Wir sind schon bei 1359 Splittern. Wir haben, glaube ich, 1350, 1500, oder? 1800. Ah, schade. Wird ein Tank benötigt, den habe ich noch nicht. Okay. Auch gut. Ja, bevor ich dann weitermache, gucke ich noch kurz im Headquarters. Eine Rüstung sollte fertig sein. Die 10 Minuten vom Trainieren sollten auch schon um sein. Bevor es dann weitergeht, trainiere ich, glaube ich, erstmal alle auf Level 9 hoch. Die beiden sind noch Level 1. Okay. Bei denen fehlen alle noch Level. Maxi muss ich eigentlich noch machen. Tarek muss auch noch höher. Okay, was macht er gerade? Hä? Wieso ist er gerade beschäftigt? Ach, Zeremonieraum. Okay, er auch. Schade, dass er meine Besten genommen hat. Geben wir ihm erstmal noch ein Level. 14 Stück. Ein Level? 19 Minuten? Lol. So, auf 10 können wir das hier, glaube ich, verbessern. Das hier auch? Ne, auf 15 erst, okay. Auf 10 kann man das hier verbessern. Kann man hier auch schon wieder neue Waffen herstellen dann? Ne, auf 12. Ah, ne, das war Rüstung. Auf 11, okay. 14, 21, oh. Neue Wohnquartiere, was nicht sehr viel bringt anscheinend. Das hatten wir gerade erst. Ah, wir schalten, nee. Bibliothek schalten wir frei, was bringt die? Keine Ahnung. Schade, dass man hier nicht sieht, was man noch für Upgrades freischaltet. Wir kriegen noch eine Apotheke irgendwann. Einen Vorratsraum. Dafür war Alonso ganz gut.
Der hat so einen extra Boni dafür. Und Apotheke macht. Ah, kann ich Heilung herstellen. Gut, dann sag ich erstmal wieder bis später. Ciao, ciao. Moin, Leute. Wir haben schon Tag 4 erreicht. Irgendwas backt gerade im Hintergrund, wie man sieht. Ah, schon weg, gut. Holen wir mal alles ab. Ja, in der Zwischenzeit hatte ich noch ein paar Splitter gesammelt, wie ihr seht. Ihn konnte ich upgraden. Alonso. Und ich habe noch eine neue freigeschaltet durch den Gratis-Truhe, diese Beatrice, die wir schon gesammelt hatten. Kann ich ja mal kurz zeigen. Ja, die vier, die ersten vier habe ich schon auf 2 Sterne. Alonso habe ich auf 2 Sterne. Und Beatrice habe ich 0. Das ist ein Rundumschläger. Kann andere hinter den Reihen treffen und sowas. Ansonsten irgendwas hatte ich noch, weil ich habe ein paar upgegradet halt noch auf 9. Ja. Und sonst ist nicht so viel passiert. Ich habe keine weiteren Missionen gespielt. So, gleich haben wir Level 10 erreicht. Das ist ganz gut. Zack. Was wird hier passieren? Graden wir noch mal ein paar ab. Nur bald habe ich keine mehr. Huhu. Ich wollte eigentlich auf tägliche Angebote drücken. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben den Inquisitor Ramirez zu einem Außenposten verfolgt, doch wir kamen zu spät. Er ist untergetaucht. Uns haben Informationen erreicht, die darauf hindeuten, dass er etwas sehr Wertvolles in seinem Besitz hat. Wir haben außerdem erfahren, dass er seinem treuesten Scharfrichter befohlen hat. Wo steht das jetzt? Morgen früh auf dem Marktplatz 1 Dutzend Unschuldige zu verbrennen. Der Scharfrichter muss um jeden Preis aufgehalten werden. Dann sorgen wir dafür, dass Ramirez ein für alle Mal aufgehalten wird. Okay. Alle zu schwach. Ja, probieren wir es einfach mal aus.
Hab keinen Tank, also müssen wir es so versuchen. Ansonsten muss ich mir noch länger farmen. What the fuck? Acht Gegner in einer Map. Ich probiere es einfach aus. Und hab Pech. Gut, dann sterbe ich da. Komm schon, Luck. Ja, nice. Boah, gut. Huh. Na, hier muss man gegen ziemlich viele kämpfen anscheinend. Gut stark geworden nach deinem Rangabstieg. Vierhundert Leben, oh mein Gott, und viel Rüstung wahrscheinlich. Oh, kritischer, nice. Hoffentlich klappt das. Oh, puh. Da unten ist er oder wo? Oh. Drei Leute. Deswegen sind ja auch sehr viele gewollt, die Rüstung haben. Glaubt ihr, Hamid schafft das? Assassinen abschauen, wie nett. Ein Besuch in meinem Kerker. Ich werde euch zeigen, wie gastfreundlich die Inquisition sein kann. Gut, das schafft er. Oder auch nicht. Doch. Oh. Puh. Hust, mein Tod wird nichts ändern. Ihr kommt zu spät. Er hat einen Artefakt geborgen und seinen Meister überbringen, okay. Turkmada wird damit eure Bruderschaft zerschmettern und die Kontrolle über ganz Spanien übernehmen. Ah, Rachel, Hust. Das war relativ schwierig, aber haben wir noch hinbekommen. Level 13 jetzt oder wie? Ja. Sicherlich. Was haben wir hier neu? Wieso hat mir das nochmal angezeigt? Komisch. Und dann durcheilen wir jetzt nochmal ein paar Missionen hier unten.
Ich mach immer die von Hamid und Tarek auf jeden Fall. Dass man die irgendwann höher bekommt. Deswegen, wir haben schon langsam sehr viele hier, das ist ganz gut. Zweimal können wir es noch machen. Gut, dann haben wir die schon mal durch. Gucken, wie viele wir jetzt schon haben. 17. Dauert noch ein paar Tage, bis ich bei 45 angekommen bin. Ja, die Missionen werden auf jeden Fall schwieriger, die Story-Missionen. Es wird schon erwartet, dass man entweder Sachen kauft oder ziemlich lange farmt, um besser zu werden. Ich meine, man kriegt ja auch viele Splitter und sowas, aber man muss halt farmen, ne? Ich meine, Region 5 wird dann ja auch cool werden. Oder gibt es die noch gar nicht? Doch, gibt es doch schon, oder? Ich guck mal kurz. Können wir mal hier beim Vermächtnis gucken. Ja, Level. Ah, ne, wird noch gar nicht angezeigt. Level 39, die letzte Mission hier zumindest. Und da bekommt man als Niedrig Niccolo Machiavelli. Legendär, Spezialist Unterstützung. Nicht schlecht. Ja, dann bis später, Leute.